Guten Tag. Heute möchte ich über die Planung von Lernangeboten sprechen. Das, was man als Didaktik bezeichnet, als didaktisches Design, als Instructional Design im englischsprachigen Raum. Schauen wir uns zunächst die grundsätzlichen Unterschiede an, die wir in der Didaktik und im Instructional Design antreffen. Wir sehen hier auf der einen Seite die Situation in der traditionellen Unterrichtssituation. Eine Lehrperson führt Unterricht durch, in einer Schule, Berufsschule, betrieblichen Bildungsbereich, wo auch immer. Sie hat einen hohen Grad an Autonomie. Sie plant den Unterricht, sie führt ihn durch, sie evaluiert die Lernergebnisse der Lernenden. Also eigentlich ein wenig arbeitsteiliges Vorgehen dieser Person. In den Situationen, mit denen wir uns beschäftigen, da geht es um eine arbeitsteilige Situation, bei denen mehr Personen in der Regel gemeinsam für das Endergebnis stehen. In der Erwachsenen- und Weiterbildung, betrieblichen Bildung, in der Freizeit, da geht es um Lernangebote und es geht in dem vorliegenden Kurs um die Frage, wie planen wir die, wie organisieren wir die, wie evaluieren wir die? Und das geschieht eben doch zumeist arbeitsteilig. Und wir sehen eben, der Instruktionsdesigner, der didaktische Designer oder die didaktische Designerin steht vor einer anderen Situation als die Lehrperson, die maßgeblich eben mit der Durchführung von Unterricht oder dem Lernangebot beschäftigt ist. Kommen wir zur Übersicht von den Themen, die wir hier in diesem Kurs behandeln. Was ergibt sich aus verschiedenen lerntheoretischen Paradigmen? Wir haben Behaviorismus, Kognitivismus, Konstruktivismus kennengelernt. Welches Vorgehen wird aus diesen unterschiedlichen Paradigmen oder Sichten vorgeschlagen? Und grundsätzlich, welche Entscheidungen sind dabei zu treffen? Kommen wir zu diesen drei lerntheoretischen Paradigmen. Wir haben diese drei lerntheoretischen Paradigmen schon kennengelernt und sie zeigen so unterschiedliche Sichten auf den Lernprozess, aber auch auf das Lehren. Der Behaviorismus, entstanden ist Kinder in Verbindung gebracht. Er sieht den Menschen als von außen gesteuertes Wesen, was durch Verstärkungsmechanismen angeleitet werden soll zum Lernen. Beim Kognitivismus ist der Fokus auf die geistigen Verarbeitungsprozesse im Kopf des Lernenden. Die sind möglichst gut anzuregen durch ein entsprechendes Lernmaterial. Und schließlich beim Konstruktivismus, wo die Lernaktivität des Lernenden, die konstruierenden Aktivitäten des Lernenden im Mittelpunkt stehen und die Frage, wie können die Lernenden unterstützt werden bei einer möglichst guten Konstruktionsleistung. Der Behaviorismus hat eine ganz klare, aber auch enge Vorstellung von dem Lehrprozess, von dem didaktischen Design. Wir müssen operationale Lehrziele formulieren, also Lehrziele, die genau beschreiben, was die Lernenden am Ende zu tun haben. Wir sollen den Lernstoff in möglichst kleine Einheiten zerlegen, damit dann die Verstärkung auch möglichst schnell und möglichst gut unmittelbar folgen kann auf ein Verhalten, was die Person dann am Ende dieser jeweiligen kleinen Einheit zeigen kann. Wir sprechen von Shaping, von einem Lernprozess, der sich immer mehr an das gewünschte Verhalten annähert. Die Verstärkung kann immer und unmittelbar erfolgen oder auch besonders wirkungsvoll intermittierend. Das heißt, dass nicht jedes Verhalten positiv erwünschte Verhalten und richtige Verhalten positiv verstärkt wird, sondern dass eben halt nur jedes Ente mal eine Verstärkung erfolgt. Wichtig ist, dass man den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben testet, mit denen die Personen konfrontiert sind, denn es ist immer wichtig, dass der mittlere Schwierigkeitsgrad präsentiert wird. Das sollte zu der besten Lernleistung führen. Die Rolle des Experten, des Lehrenden, des didaktischen Designers ist klar. Er plant, entscheidet, prüft und ja, das Lernangebot bleibt strikt sequenziell. Es soll sich eben halt entlang eines festgesetzten Pfades entlang weiterentwickeln und der Lerner lernt eben entlang diesem vorgegebenen Lernpfad.
Beim Kognitivismus sieht die Sache etwas anders aus. Entstanden in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also nach dem Behaviorismus, geht es darum, auch wiederum Lernergebnisse zu definieren, aber nicht mehr nur eben operational beobachtbar auf Verhaltensebene, sondern es geht um Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen, die ich also nicht unmittelbar beobachten kann, sondern die ich nur erschließen kann aus dem Verhalten. Die Lernaufgaben sollen dann möglichst anwendungsnah sein und aber auch mit einer zunehmenden Schwierigkeit präsentiert werden. Und gerade bei den komplexeren Aufgaben ist sicherzustellen, dass auch die erforderlichen Teilfertigkeiten beherrscht werden. Es wird also Stück für Stück zu dem komplexen Ziel hingearbeitet. Es müssen möglicherweise auch zuerst die elementaren Prozeduren vermittelt werden und Lernhilfen gegeben werden, bevor es dann zu einem immer komplexer werdenden Problemlösen vorangeschritten werden kann. Auch hier, die Lehrperson ist Experte, der didaktische Designer, die didaktische Designerin, sie plant, entscheidet, prüft das ganze Vorgehen, das Modell. Das Lernangebot ist hier um Probleme zentriert. Es gibt verschiedene Lernwegen, aber das Lernen vollzieht sich letztlich innerhalb eines vorgegebenen Lernraumes und auch durchaus schrittweise hin zu der Fertigkeit, komplexe Probleme bewältigen zu können. Beim Konstruktivismus haben wir eine andere Sicht. Die Lernergebnisse, die Spezifikation der Lernergebnisse gilt es gemeinsam zu entwickeln von Lehrenden, von betreuenden Personen und den Lernenden. Denn die Lernenden werden als Co-Autoren betrachtet. Also sie schaffen gemeinsam mit den Entwicklern, mit den didaktischen Designern das, was wir als Lernumgebung beschreiben. Und insofern ist es auch wichtig, besonders wichtig, lebensnahe Lernanlässe zu schaffen, damit die Lernenden sich eben halt auch mitverantwortlich fühlen. Wir sollen sie zur Reflexion anleiten. Sie sollen also selber nachdenken, wie habe ich gelernt, wo könnte ich besser lernen, wie könnte ich mein Lernverhalten besser in den Griff bekommen. Sie sehen, die Lernaktivität steht im Vordergrund und die Lernenden haben hier eine andere Rolle. Der Experte, die didaktische Designerin, sie bietet an, sie leitet an, sie strukturiert das Vorgehen und auch die Umwelt. Aber das Lernangebot sollte doch eher offen bleiben. Denn die Lernenden selbst, sie konstruieren den Lernweg, den sie durch, ja, das Angebot wählen. Sie können aber auch ganz neue Lernwege möglicherweise kreieren. Es geht also bei dem Konstruktivismus eigentlich eher um so etwas wie eine Emergenz. Das Lernangebot entwickelt sich. Es ist nicht a priori da, es ist nicht in kleine Einheiten zerlegt, die dann durchzugehen sind, durchzuarbeiten sind in einer linearen Abfolge. Die Lernwege sind nicht alle abgestimmt und vorab definiert, sondern es sollte sich eben im Lernprozess auch entwickeln. Und da sehen wir dann schon auch zwei grundlegend unterschiedliche Betrachtungen auf den Planungsprozess. Wenn wir überlegen, Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus, da sehen wir schon zwei unterschiedliche Vorstellungen davon, wie eigentlich auch Planung aussehen sollte. Beim einen eben systematisch top-down in einer linearen Folge von vorgegebenen Phasen und in den konstruktivistischen Ansätzen dann doch eher, ja, kollaborativ, gemeinsam, reflexiv, im Nachdenken über das eigene Vorgehen. Also die Ziele, die sind eben nicht mehr am Anfang formuliert und steuern systematisch den gesamten Planungsprozess, sondern es wird gesehen, dass die sich auch verändern können im Prozess. Alle Beteiligten sind in diesem konstruktivistischen Denken beteiligt an dem Prozess. Sie gemeinsam sind verantwortlich für die Problemlösung und nicht mehr nur der Experte für das didaktische Design. Wenn wir das nochmal überlegen, auf der einen Seite haben wir eben gesehen, ADDIE als eine allgemeine Strukturierung des Instruktionsdesigns. Das ist eine ja durchaus logische Abfolge, die hier beschrieben ist. Eine allgemeine Abfolge.
Aber es bleibt die Frage, inwiefern ist dies ein allgemeines Modell, was grundsätzlich gültig ist, und inwiefern ist das konstruktivistische Denken hier eine Herausforderung? Ich will Ihnen auch nochmal einen weitergehenden Ansatz hier skizzieren. Die ISO hat, also diese internationale Standardisierungsorganisation, ähnlich wie die deutsche DIN, hat ein Modell standardisiert, wie Courseware, wie Lernmedien, Computer-Based Training-Anwendungen eben möglichst systematisch entwickelt werden sollen. Und Sie sehen hier die Grobstruktur, die in viele Einzelschritte untergliedert ist, die eben ähnlich wie dieses ADDIE-Modell im Grunde genommen beschreibt, wie eigentlich die Planung durchzuführen wäre. Und in dem Software Engineering sprechen wir von dem sogenannten Wasserfallmodell. Ein Modell, was davon ausgeht, dass die Softwareentwicklung in Phasen abläuft. Und zwar jede Phase endet mit einem Ergebnis und mündet dann mit dem Ergebnis automatisch in die nächste Phase. Und es gibt auch kein Zurück. Also wenn wir die Analyse abgeschlossen haben und dann mit dem Entwurf beginnen, dann gibt es kein Zurück mehr zur Analyse. Wenn wir den Entwurf abgeschlossen haben, dann geht es um die Realisierung, danach um die Einführung und danach um die Nutzung. Aber es gibt jeweils kein Zurück in eine vorangehende Phase. Denn Sie ahnen, wenn ich eine Phase abgeschlossen habe, wenn ich den Entwurf abgeschlossen habe, dann wäre es unheimlich aufwendig und eben riskant, dann wieder zurückzugehen. Also insofern eine klare Aussage hier zu einem eben halt systematischen Abarbeiten von solchen Phasen entlang eines solchen Wasserfallmodells. Ein Ansatz von Böhm, der typisch ist für das frühe Software Engineering, wo man eben hier so ein solches Vorgehen sich als Standardmodell lange Zeit angenommen hatte. Und gerade im Software Engineering hat man eine Reihe von Problemen mit diesem traditionellen Vorgehen beobachten können. Hier sind eine Menge Probleme genannt, die Sie vielleicht auch selbst schon mal in verschiedenen Projekten festgestellt haben. Softwareentwicklung ist oftmals unheimlich schwierig in den Griff zu bekommen. Gerade bei komplexeren Vorgehen werden Zeiten, also Entwicklungszeiten, geplante Entwicklungszeiten überschritten, oft nicht nur Monate. Sie kennen auch von Vorhaben, wo es sogar um Jahre geplante Zeit überschritten wird. Es werden oft Fehler immer noch eingebaut, sie sind schlecht zu warten, die Qualität ist nicht hinreichend, die Benutzer sind nicht zufrieden, Budgets werden nicht eingehalten. Alle das sind Fehler, die für das Software Engineering doch eine Riesenherausforderung sind. Und die Frage ist, inwiefern dieses Modell, dieses starre Modell, was ich Ihnen skizziert habe, dieses Wasserfallmodell, mitverantwortlich ist für solche typischen Fehler. Man hat beim Software Engineering deswegen überlegt, andere Vorgehensmodelle zu entwickeln. Und hier ist etwa ein Schlagwort Rapid Prototyping. Der Gedanke hier ist, lass uns das Vorgehen nicht in einem Wasserfallmodell, das eben halt diese Phasen durchläuft, organisieren, sondern lass uns das eben in solchen Zyklen realisieren, wo ich ausgehe von einem Prototyp, der nur ein ganz kleines Set von zentralen Merkmalen implementiert. Und da durchlaufe ich die Phasenanalyse, Evaluation, Entwicklung und weitere Planung und gehe dann eben immer weiter voran mit weiteren Phasen, mit weiteren Zyklen der Weiterentwicklung. Und der Gedanke ist, dass ich eben im Grunde genommen in jedem dieser Zyklen des Durchlaufens dieser Phasen eigentlich immer ein fertiges Produkt habe. Denn ich implementiere eigentlich immer nur die nächste wichtige Anforderung. Und damit ist diese Art des Arbeitens im Sinne des Rapid Prototypings wesentlich weniger risikoreich als dieses Wasserfallmodell. Denn wenn ich zum Schluss eben halt ein Problem identifiziere, muss ich die gesamten vorherigen Phasen wieder neu durchlaufen. Also im Software Engineering finden wir hier einen Planungsansatz, der anders ist als dieses strikte Phasenmodell. Rapid Prototyping ist der Ansatz, ist das Schlagwort,
Und man arbeitet eben inkrementell immer weiter an neuen Elementen, die hinzugefügt werden. Insgesamt führt es dazu, dass sich die Risiken dadurch eben reduzieren. Ja, und schließlich einen Schritt weiter geht das agile Design. Hier finden wir das sogenannte Manifest für ein agiles Design, ein Ansatz, der aus der Praxis gekommen ist und überlegt hat, wie können wir diese starren und unbefriedigenden klassischen Modelle des Software Engineerings eben überkommen, mit mehr Flexibilität arbeiten, agiler auf die Interessen der Kunden eingehen, um letztlich mit dieser Flexibilität zu arbeiten, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Ich kann das hier im Einzelnen nicht genau ausführen, aber es geht eben halt hier, wie Sie schon hier auch an dieser Grafik sehen können, es geht auch hier um ein zyklisches Arbeiten, nicht um ein strikt phasenorientiertes Arbeiten, ein zyklisches Voranschreiten, was eben immer zusätzliche Funktionen hinzufügt. Und hier sind nur zwei Beispiele, wo man mal gegenüberstellen kann. Das eine oder das andere Vorgehen ist nicht immer unbedingt das beste Vorgehen. Es gibt nicht nur ein gutes, traditionelles oder moderneres, agiles Vorgehen, sondern es hängt natürlich maßgeblich von der Herausforderung ab, von der Aufgabe ab, welches Vorgehen möglicherweise das Richtige ist. Und deswegen möchte ich sprechen von Design dein Design. Wir müssen das richtige Vorgehen finden. Wir müssen den Planungsansatz finden, der für unser Vorgehen richtig ist. Entweder eher sequenziell oder eben iterativ, inkrementell. Das muss abhängig gemacht werden von Merkmalen des Vorhabens. Und insofern hilft es uns auch hier wieder einen klareren Blick drauf zu bekommen, was sind die Projektmerkmale, unter welchen Bedingungen entscheide ich mich eben für dieses stärker sequenziell durchgeplante Vorgehen oder eben halt für dieses andere Vorgehen. Ich will es nochmal kurz skizzieren. Das sequentielle Vorgehen, wie wir es in der Praxis finden, das geht von einem Grobkonzept aus, wo vielleicht ein Prototyp auch realisiert wird, um mit dem Kunden besser kommunizieren zu können. Das wird dann in ein Feinkonzept ausgearbeitet, in dem im Grunde genommen die komplette Umsetzung in dem Lernmedium auch beschrieben ist. Dann wird das Feinkonzept umgesetzt in der Entwicklung und es gibt eine Alpha-Version, eine Beta-Version, in der dann eben schon alle auch Funktionalitäten vorhanden sind, die dann auch bereits mit Lernenden ausprobiert werden können. Also das Grobkonzept stellt eher den Rahmen von den Leistungen dar, die das Produkt am Ende haben soll. Und das Feinkonzept beschreibt eben ganz genau, wie dies letztlich eben umgesetzt werden soll. Es gibt bestimmte Bedingungen, unter denen dieses sequentielle Vorgehen auch sinnvoll ist. Hier sind eine Reihe von Aspekten genannt. Daran möchte ich einfach nochmal verdeutlichen, das sequentielle Vorgehen als solches ist nicht schlecht oder nicht immer gut. Es kommt darauf an, welche Bedingungen in dem Projekt vorhanden sind. Dann erscheint dieses sequentielle Vorgehen durchaus machbar und auch sinnvoll. Kommen wir aber zu dem anderen Ansatz. Hier erfolgt die Implementation eben nicht in einer Umsetzung deines Grob- und Feinkonzeptes, sondern in Schleifen, in Zyklen, in Iterationen, in denen bestimmte Funktionen eben hinzugefügt werden. Und während der gesamten Umsetzung wird laufend das System erprobt. Es ist nicht erst am Ende fertig, sondern es wird im Grunde genommen eben halt Schritt für Schritt auch immer weiter verbessert. Auch hier wiederum die Bedingungen, die Rahmenbedingungen, unter denen dieses Vorgehen sinnvoll erscheint. Auch hier wiederum der Hinweis, das ist nicht als solches gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, welche Merkmale in dem Vorhaben vorliegen. Design dein Design. Es geht darum, dass Sie
als didaktischer Designer, didaktische Designerin das richtige Vorgehen auch definieren müssen. Sie müssen sich überlegen, sequenziell oder iterativ, welches Verständnis von Lernen liegt hier vor. Bei einem behavioristischen Vorgehen würden wir sicherlich eher zu einem sequentiellen Vorgehen neigen, bei einem konstruktivistischen eher in einem iterativen Sinne arbeiten. Es hängt aber insgesamt von der gesamten Anlage des Projektes ab. Und zum Schluss nochmal hier die Gegenüberstellung. Wir müssen definieren, wie wir abhängig von den Vorstellungen des Lernens, des Lehrens, abhängig von den Merkmalen des Projektes, welche Modelle der Planung, der Umsetzung, des Vorgehens wir wählen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass Sie auch verstehen, welche Varianten gibt es, welche Möglichkeiten haben wir und unter welchen Bedingungen ist welches Vorgehen sinnvoll.